F. I have a bad feeling about ja, komm. F. 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 Verstehe ich gar nicht. Platzmangel im Rucksack? Also, das ist mir noch nie passiert. Wow. Geben wir uns alle mal essen. Was soll das? Are you an Osira? Dich so verwundert aus. So. Teufelsschuppendrachen killen. Ja, davon haben wir auch noch gar nicht genug getötet heute schon. What's the matter? Oh, türkise Ohrringe. Oh. Sammelt Patrouillenroutenkarten. Okay. Irgendwo war hier noch eine Quest abzugeben. Nicht mehr? Doch, da unten hast du doch noch. Du hast noch zwei abzugeben. Hm? Ah, nee, die LSK. Ehen hier. Ja, der in der Ecke, der versteckt sich. Der hat sich versteckt. Cheers. So. Oh, das. Da gibt's türkise Ohrring der Stärke. Oh! Beware of the shadow. Das ist ja cool. Wo sind die? So. Hier. Rüstungsdurchschlag plus 10. Wunderbar, so. HP Regeneration runter, Elementarabwehr runter, aber dafür, boah, Magieabwehr, Stärke kritische, Magieschaden, Chance. Boah, das ist natürlich heftig, was hier nach oben geht. Ja, tauschen wir. So. Das ist egal. Was ist hiermit? Ja, was ist mit deinem. Wolltest du die Jacke nicht hier? Welche Jacke? Die Kabada-Schutzjacke. Was? Die sieht ziemlich cool aus. Zeig mal bitte, was hat die so? Schaust du hier? Die hat Konstitution plus 7, physikalische Abwehr plus 7. Und sonst Magie. 203 Abwehr. Die ist insgesamt besser. Ja, ich will die, wenn du die nicht willst. Gut. Nee, die gab es ja zu würfeln gerade. Darum hatte ich mich ja gewundert, dass du da nicht drauf gewürfelt hast. Ich glaube, die habe ich aus Versehen auf Zufall gemacht. So. Transaction. Ja. Ging nicht. Jetzt vielleicht? Transaction. Warte auf Antwort. So, hier, bitteschön. Danke. So, ich habe zwei Splitterbeutel. Wow, zwei Splitterbeutel noch davon gekriegt. Ne, drei sogar. Einen fehlerhaften Drachensplitterbeutel. Und ach, das sind Gewürze, okay. So, ein Rezept. Und ein schlechter Drachensplitterbeutel. Toll. Und was ist hier? Schlecht. Sortier mal bitte. Den ich hier gerade ausgetauscht. Schlechter Drachensplitterbeutel. Ich habe einen schlechten und einen fehlerhaften gekriegt. Ja, ich auch. Ja, ja, die sind ja immer so. Oh, Verfeinerungsessenzen haben wir gekriegt. Das heißt, wir können einen Gegenstand verfeinern. Das heißt, wir können die Tagesquest-Dinger erreichen. Und einen Ewigkeitssattel. So, okay. Aber wir brauchen einmal Chargenextraktion. Rein da, rein da, rein da. Das Amulett bringt mir gar nichts. Das ist ein Accessoire, kann ich aber anziehen. Komm, start. Chip. 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 Ein Kupferblock. Okay. Dann gucken wir mal kurz hier. Da kann ich noch das Accessoire anlegen. Sehr schön. Und ich müsste echt mal auf meinen Drachen gucken. K. Warum kann ich denn auf den Dracheninhalt nicht gucken? Ich würde gerne. L. L. Stimmt. So. Ja, ja. Und zwar habe ich hier einmal einen Ewigkeitssattel, Level 9, gegen den Vipernsattel. Ne, der Vipernsattel ist schlechter, aber hier die edle Rüstung kann der hier anziehen. Die edle Rüstung kann der hier anziehen, ja, genau. So, ich habe immer noch zwei Drachenplätze frei. Verdammt. Und haufenweise Zeug, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ach, und wieder sowas, wunderschön. Die ist gut. Und klack. So, kannst du noch zu verkaufen.
Ich habe Lazuli-Edelsteine gekriegt. Yay. Und irgendwelche Beschwörungskugeln. Gut, aber besser. Auf jeden Fall. Oh Mann. Also dadurch, dass man so wenig Platz im Inventar hat, ist es natürlich immer doof. Ätzend, ja. Weil man nach jeder Quest quasi erstmal gucken muss, wo man wieder den Platz hernimmt. Ja. Quasi immer. Sobald du ready bist, ich kann ja schon mal gucken, wo wir hin müssen. Also Patrouillen müssen wir jetzt erstmal umhauen und dann hier die Teufelsschuppendrachen. Und mehr ist denn hier auch schon gar nicht mehr, oder? Zwei Quests haben wir jetzt hier noch. Noch irgendwelche vergessen hier oben? Nee. Nee. Aber wir müssen danach auf die andere Seite der Wasserbrücke. So, hier muss ich kurz überlegen. Magier, perfekte Schöpfe. Oh. Beendet verschiedene öffentliche Events in Poretia haben wir jetzt das erste. Da gibt es nochmal 2000 Erfahrungspunkte für. Oh, yeah. Ich könnte jetzt noch einen Gegenstand veredeln, wenn ich jetzt noch wüsste, wie es ging. Ausrüstungsverbesserung? Nee. Ja, guck mal, wir haben nämlich hier so eine Verfeinerungsessenzen gekriegt, zwei Stück. Ja. Dann können wir jetzt hier Kruste reintun und Knochen. Wo hast du die bekommen? Ich hab wieder nur Beschwörungskugeln. Nee, die habe ich gerade irgendwo gefunden, glaube ich. Ja, ich habe noch nie eine einzige nur gefunden und du hast bestimmt schon drei oder vier, oder? Acht, neun? Ich habe noch nie einen Gegenstand veredelt. Dann komm her, kann dir ja noch eine geben. Nein, musst du doch nicht. Doch, dann kriegst du das nämlich auch voll. Es lohnt sich ja. Aber das sieht man bei jedem Monat hier. Ich habe veredelt Monatszauber. Veredelt diesen Monat 15 Mal. Wie oft hast du veredelt? Komm, mach. Ach, okay. So, jetzt haben wir hier die Null Problemo-Dings. Nee, jetzt wurde es gerade zurückgesetzt. Ja, exakt jetzt. Nachdem ich veredelt habe, wurde es zurückgesetzt. Nee. Guck mal, auf deins ist ja jetzt auch alles wegwetten. Nein. Genau in der Sekunde alle weg. Ach, das gibt's doch nicht. Heftig. Ja, ist ja egal. Können wir wieder 120 Mal zerkillen. Aber jetzt kannst du einmal veredeln auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Und bei jedem Monat hast du gesagt, soll ich gucken? Einmal. Das wird ganz schön oft zurückgesetzt, kann das sein? Was ich nicht checke, ist das mit dem Marktplatz öffnen. Irgendwie. Genauso hier zähmt diesen Monat 30 Drachen. Ich habe erst einen gezähmt. Wie viel steht denn da? Okay, wann waren wir denn das letzte Mal wirklich aktiv? Ja, im September auf jeden Fall. Wann wird's zurückgesetzt? Immer zum Ende des Monats. Sollte man annehmen, oder? Ja. Steht doch da. Ja, wir haben auch 247 Monster erst. Ich glaube, wir haben im August angefangen. Das wird ja genau der Punkt gewesen sein. Würde ich mal spontan tippen. So, wo veredle ich jetzt? Einfach nur so einfach starten. Ich hab gar keinen Gegenstand drinne.
Ist egal. Du kriegst dafür ein. Wie nennt sich der Spaß? Ein Energiekatalysator. Ja, genau. Und das war's. Ja. Mehr geht nicht. Und dann hast du heute die erste Null-Probleme-Bedingung ja theoretisch erfüllt. Yep. Parkplatz geöffnet und veredelt. So, Drachenzähmen kriegen wir auch noch hin. Und 120 Monsterkills sind auch definitiv kein Problem. Aber wir sollten jetzt mit den Quests weitermachen. Warte, wie voll ist mein Rucksack? Ja, das ist so gerade eben da. Okay. Meiner ist voller. Hä? So, komm. Also jetzt noch Aquaria-Patrouille. Und das war's dann erstmal? Apuria. Oh, ich kann nicht lesen. Transporter. Patrouille. Komm, steig ab. Also die erste Patrouillenkarte habe ich schon. Und ich glaube, genau in dem Moment muss ich jetzt mal meine Maus wieder an den Strom anschließen. Ansonsten habe ich nämlich gar nichts mehr davon. Oh, oh, oh. So, sonst ja, eine Karte habe ich auch. Stehe ich hier einfach nur doof rum und das war's. Hier ist noch eine Patrouille und noch eine Patrouille. Das ist ja super. Hier übereinander. Wir müssen ja Teufelsschuppendrachen sowieso noch töten, also es passt ganz gut. Ja. Hallo. Hallo, wo kommst du denn her? Der stand da hinten rum und hat Langeweile gehabt, aber der lebt auch nicht lange genug, um sich überhaupt irgendwas. Ach so, die sind schon tot. Okay, dann lass uns hier Teufelsschuppendrachen killen. Die Mutationsalchemisten, der Arme. Der kann ja gar nichts dafür. Lalalala. Ich häng fest. Ja, man hängt hier ständig fest. Also das ist, an den toten Drachen, kann das sein? Ja, ja, die haben irgendwas tot gepatcht beim letzten Patch. Seitdem hängt man voll auf den Leuten fest. Auch wenn sie tot sind. Und bei den kleinsten Kanten sowieso. Ja. Das war früher auch nicht ganz so schön. Der letzte, den wir umhauen müssen. Ich brauche noch zwei Karten. Ja, die kriegen wir ja oben dann. Ja, von dir nicht. Schon wieder Kruste gewonnen. Lecker. Lecker Drachenkruste. Yum, yum, yum. Ja, jetzt kommen gleich wieder neue hier. Es geht immer. Respawn ist was Tolles.
alles. Gut, na dann auf den Drachen schnell. So, und abgeben. Und dann müssten wir eigentlich mit den Quests hier komplett durch sein. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt noch was kommt. What's up? What's up? Don't let your guard down. What's the matter? Hey, Kollege. Don't let your guard down. Oh, da kommt noch was. Wir sollen Pabla töten, schon wieder. Das war doch klar. Ja, aber das ist in der Höhle da hinten. Aber irgendwas haben wir noch zum Abgeben. Der da hinten bestimmt. Nee? Hm? Wo ist der? Ach, hier, guck mal. Ah. Toll, da müssen wir eh nochmal hin, aber ihr Pabla jetzt nochmal töten müssen. Oh, ey. Oh, ey, ist das ätzend, ne? Ja, finde ich schon blöd. Gerade weil man war. Also, der Quest-Flow ist dadurch echt ein bisschen. Oh. Welcher Flow? Zerstört. Na, man hat ja so einen gewissen Questablauf und wenn man jetzt hier anfängt, man rennt da hin und dann muss man gleich wieder hin? Nee. Ja, man läuft hier schon sehr oft hin und her. Sowas, ich mag es nicht, wenn man das Leveln künstlich in die Länge zieht. Also es ist echt, gerade weil ich ein Fan davon bin, alle Quests zu machen. So, wo ist denn hier Pabla Stern? Muss ja hier irgendwo sein. Im Eingang vielleicht so? Oh. Ja, sieht fast so aus, als wenn er hier drin irgendwo wäre. Ja. Ach, da. Ja. Prax! Do you want something? 2. Und. Und jetzt läuft das Level. Aber das Gute ist eigentlich, dass wir jetzt quasi da sowieso nochmal hin müssten durch die Quest. Ach so, hier ist die Medizin. Ja, ist schon. Anzünden. Ein wunderbares Feuer gibt es. Es brennt, aber wir müssen wir die vorne wieder abgeben? Ja, dann lass uns gleich mal zurückgehen und die abgeben. Wollen wir nicht erstmal. Da kommt bestimmt eine Folgequest nochmal. Ja. Verbrennt Medizin Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 bis Nummer 17. Ja.